Ich habe Water and Air vergessen. Verdammt. Moment, ich habe ein Buch vergessen. Shit. Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meine Neuzugänge vom Mai geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Bei mir immer fangen wir mit den Büchern an, die ihr schon mal irgendwo gesehen habt. Und zwar wären das einmal Viele Gen von Mona Kasten. Auf dieses Buch habe ich mich wahnsinnig doll gefreut und ich finde dieses Buch unglaublich toll. Ich fand Sawyer und Icehack. Die sind so toll, die beiden. Also für mich, glaube ich, ist es das sogar der beste Teil der Reihe, wenn ich jetzt so rückblickend das Ganze nochmal betrachte. Also ich fand einfach den Ansatz in dieser Geschichte so toll, dass Sawyer halt nicht so der typische Bad Boy ist, dass er nicht so das typische Alpha-Tier ist, dass er Probleme hat und Probleme mit seinem Selbstbewusstsein hat. Und ja, das fand ich ultra gut und deswegen, ich liebe, 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 liebe dieses Buch. Lest es, es ist so toll. Ihr könnt es unabhängig voneinander mit den anderen lesen, aber es ist toll. Erlaubt. Dann habe ich ja noch eine Reihe beendet im Mai und zwar diese hier. Und ja, das Juwel der schwarze Schlüssel ist bei mir eingezogen. Das ist der dritte und letzte Teil von der Juwelreihe. Und für mich war auch der dritte Teil hier der beste Teil dieser Reihe. Ich fand das Ende einfach toll. Ich fand, dass es ein teilweise sehr offenes Ende war, fand ich richtig gut, weil einem da auch noch ein bisschen Fantasie überlassen bleibt, wie das Ganze jetzt weitergeht. Und ja, fand dieses Buch auch ganz toll, kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich im Mai ein Buch gekauft und auch gelesen, auf das ich schon seit letztes Jahr August gewartet habe. Und zwar Fire in You von Jay Lynn. Ich fand den letzten Teil der Wait for You-Reihe richtig toll. Ich war am Anfang etwas irritiert, weil dieses Buch 5 oder 6 Jahre nach dem 5. Teil gespielt hat. Das fand ich etwas... Was? Was ist da passiert? Und ja, hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, aber ich fand es richtig gut. Und Jillian und Brock waren als letztes Pärchen dieser Reihe ein ganz, ganz tolles Pärchen. Und ich fand die Geschichte toll und schön. Und ja, ich liebe ja diese Reihe im Allgemeinen. Also wer Bock auf ganz, ganz tolle Liebesgeschichten hat mit ein bisschen Erotik, schaut euch die Wait for You-Reihe an von Jillian. Ich liebe sie. So, das waren auch schon die Bücher, die ihr schon irgendwo mal gesehen habt. Dann habe ich noch ein paar Bücher gekauft, die ich noch nicht gelesen habe oder die ihr noch nicht gesehen habt. Und fangen wir mit dem ersten Buch an, was noch als E-Book bei mir eingezogen ist. Und zwar war das dieses hier, Rage, Fight for Desire von Rose Bloom. Dieses Buch durfte ich vorab als Testleser nochmal mitlesen. Und ja, auch dieses Buch hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, es ist eine ganz, ganz coole Liebesgeschichte gewesen. Und Sean als Charakter hat mich teilweise echt in den Wahnsinn getrieben. Mit seinem heiß-kalt, wie er gegenüber der Protagonistin immer war. Und ja, fand ich aber gut, hat mir gut gefallen. Und ja, wenn ihr Lust auf eine Liebesgeschichte habt mit heißen Typen, die Mixed Martial Arts kämpfen und einer tollen Protagonistin, dann schaut euch Rage, Fight for Desire auf jeden Fall mal mit an. Zu diesem Buch wird es dann noch ein extra Video geben. Das geht dann, weiß ich gerade nicht wann, online. Also haltet auf jeden Fall die Augen offen, bis das Video kommt. Machen wir mit den Büchern weiter, die ihr in meinem Unpacking noch gesehen habt. Und zwar waren das diese beiden hier. Einmal Water on Air von Laura Kneidl. Da freue ich mich schon drauf auf dieses Buch. Hier geht es auch um eine Fantasy-Welt, in der Menschen entweder unter Wasser leben oder oben in der Luft und die können nicht so zueinander. Und unsere Protagonistin, jetzt muss ich nochmal gucken, wie sie heißt. Unsere Protagonistin Kenzie hat noch nie die Sonne gesehen und haut dann aus ihrer Unterwasserkolonie ab und flieht in die Luftkolonie. Und wie sie das macht und was dann dort noch alles passiert, das ist, worum es in diesem Buch geht. Und ich freue mich schon sehr drauf, dieses Buch dann auch zu lesen. Ja, das war noch von meinem Unpacking. Und dann hatte ich mir noch das Buch hier gekauft, Rock My Heart von Jamie Shaw. Diese Reihe ist ja gerade auch so in aller Munde. Und ich habe bisher nur Positives über dieses Buch gehört. Deswegen dachte ich mir, kaufst es dir, guckst es dir mal an. Und ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall auch ganz bald noch mitlesen. Da habe ich voll Bock drauf. Und das waren die Bücher vom Unpacking. Alles andere dürftet ihr noch nicht kennen. So, fangen wir mit dem Buch an, was ich als Reihe geschenkt bekommen habe. Und zwar alle 7 Bände dieser Reihe, die halte ich jetzt aber nicht alle hoch, sondern nur mal den ersten Teil. Und zwar hat mir die liebe Jenny, ihr kennt sie ja alle, die Evermore-Reihe vermacht von Alice Noel. Und ja, hier steht, wahre Liebe ist unsterblich. Und da geht es auch, glaube ich, um Vampire oder sowas. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist es auch eine Urban-Fantasy-Geschichte. Und es war nicht ganz Jenny der Fall. Die hat bis zum 3. oder 4. Buch gelesen. Und hat dann gesagt so, ne, ich will nicht mehr.
nimm du die Bücher. Und deswegen habe ich jetzt die komplette Evermore hier rumstehen. Und ja, mal gucken, wann ich da mal zu komme, die zu lesen. Und dann hat mir die liebe Jenny noch ein Buch geschenkt, quasi. Warum auch immer, ich weiß es immer noch nicht. Aber sie hat gemeint, sie wollte mir mal eine Freude machen, mir was Gutes tun. Deswegen hat sie mir ein Buch geschenkt. Und zwar dieses hier, Hope and Despair, Hoffnungsschatten von Carina Müller. Und ja, ich bin schon sehr auf dieses Buch gespannt. Ich habe das hier und da mal gesehen. In diesem Buch geht es um Hope und Despair und die beiden sind Gegensätze. Es gab wohl in der, die amerikanische Regierung hat ein UFO geborgen und da waren 12 Babys drin, 6 Mädchen und 6 Jungen. Und die Mädchen stehen für das Gute und die Jungen für das Böse quasi. Und die Jungs finden dann die Mädchen und nehmen die gefangen und nur Hope kann entkommen. Und ihr Gegenpart Despair versucht sie dann zu fangen und zu jagen. So steht es hinten auf Klappentext. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf die Reihe. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich freue mich auch schon drauf, dieses Buch zu lesen. Und ja, das ist auch noch bei mir eingezogen. Hihi, ich freue mich. So, als nächstes nehmen wir mal noch ein ausgeliehenes Buch. Und zwar hat mir meine Arbeitskollegin das Buch hier ausgeliehen von Monica James, Addicted to Sin, Teil 1. Du gehörst mir. In diesem Buch geht es ja um einen Psychologen oder Psychiater. Und der lernt zwei Frauen kennen. Und jede Frau hat es. Also jede dieser beiden Frauen hat es ihm irgendwie angetan und er muss sich dann für eine entscheiden. So, der grobe Inhalt von dieser Geschichte. Ich bin mal sehr gespannt. Ich mag ja sowas eigentlich nicht, wenn da zwei Frauen an einem Kerl hängen und ja, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Meine Arbeitskollegin fand es total toll und hat gesagt, lies das, das ist so gut. Und deswegen habe ich gedacht, hey, bring es mir mit, ich lese es. Und ja, mal schauen, wie das ist. Der zweite Teil kommt da ja dann auch, glaube ich, im August oder September raus. Mal schauen. Ich lese es und dann schauen wir mal weiter. Dann habe ich mir noch ein Buch bei Medimops mal wieder bestellt und zwar dieses hier, Requiem. Das ist der dritte Teil der Amon-Trilogie, der hat mir noch gefehlt und jetzt habe ich sie alle komplett. Das heißt, ich könnte diese Reihe dann auch mal lesen und die sind ja alle nicht so dick, die Bücher. Und ich habe dann erst mal, nachdem ich mit Sina gesprochen habe, geschaut, ob auch das richtige Buch drin ist. Leute, ich empfehle euch im Moment echt, wenn ihr bei Medimops Bücher bestellt, schaut unter die Schutzumschläge, ob ihr das richtige Buch habt, denn Sina hatte den zweiten Teil von Engelsnacht bestellt, Engelsmorgen. Und das war auch das Buch laut Schutzumschlag. Und als sie dann angefangen hat zu lesen, dachte sie so, hä? Warte mal, das Buch kenne ich doch. Und hatte doch dann tatsächlich den ersten Teil unter dem Schutzumschlag vom zweiten. Also, falls ihr bei Medimops Bücher bestellt, guckt euch echt die Bücher im Moment richtig genau an. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass da Scheiße passiert bei Medimops. Also, ich weiß nicht, was sie im Moment machen. Anscheinend kontrollieren die ihren Warenein- und Ausgang nicht. Habt ihr das mitgekriegt, dass die Ex-Libris Lisa letztens bei Minimops den zweiten Teil von Zorn und Morgenröte bestellt hat als Buch? Sie hat dafür, glaube ich, 15 oder 16 Euro bezahlt und hat eine XXL-Leseprobe dafür bekommen. Und das haben die als das Hardcover gekennzeichnet. Ich habe gedacht, ich höre es nicht, wo ich das gesehen habe auf Instagram. Die haben dann eine Macke, die Leute. Also ganz ehrlich, was geht denn da ab bei Minimops? Sorry, aber das muss mal gesagt werden. Also kontrolliert eure Bestellungen richtig und guckt unter die Schutzumschläge auf jeden Fall. Dann habe ich noch ein Buch, was bei mir eingezogen ist. Und zwar dieses hier, Das gläserne Schwert von Victoria Aveyard. Das ist der zweite Teil zu Die Farben des Blutes, also zur Roten Königin. Und das habe ich jetzt inzwischen auch schon gelesen. Das Video kommt dann auch irgendwann noch online dazu. Und ich freue mich jetzt drauf, denn Ende Juni kommt jetzt der dritte Teil raus. Deswegen habe ich jetzt den zweiten gelesen. Ich habe dieses Buch jetzt auch erstmal nur ausgeborgt von Jenny. Und ja, das muss ich mir bei Gelegenheit auch nochmal mitkaufen. Und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den dritten Teil. Und ja, wie ich das gläserne Schwert fand, seht ihr dann im Video. Dann habe ich noch ein Buch ausgeliehen bekommen von der lieben Sina und zwar dieses hier, Das Reich der Sieben Höfe von Sarah J. Maas. Sina ist ja ein riesiger Fan von der Autorin und ich habe ja die ersten drei Teile von Throne of Glass auch gelesen. Und ja, ich bin auf Das Reich der Sieben Höfe gespannt und mal schauen, wie das ist. Und ich finde den Schutzumschlag richtig cool. Viele finden den ja ultra hässlich, weil der halt so durchsichtig ist und halt hier so quasi nur so das drauf hat. Aber ich finde das richtig cool. Ich mag das. Und Das Reich der Sieben Höfe soll ja so eine Adaption auch auf Die Schöne und das Biest irgendwie mit sein. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Mal schauen. Ich bin gespannt, wie dieses Buch ist. Dann habe ich mir noch ein Buch gekauft und ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen, denn dieses Buch wurde von einer Autorin geschrieben, die ich auch total mag. Also sie hat bisher, glaube ich, nur Adult geschrieben und das ist jetzt ihr erstes Jugendbuch, was sie geschrieben hat. Und zwar habe ich mir noch gekauft Stormheart, die Rebellen von Cora Carmack. Ich finde die New Adult Bücher, oh Gott, das reflektiert, ne? Das ist nur eingeschweißt. Ich finde die New Adult Bücher von Cora Carmack richtig, richtig toll. Ich liebe die, It-Reihe, Losing It, Faking It Fine, ich weiß nicht, wie sie in der Reihenbezeichnung ist. Und die Forever in Love Reihe finde ich auch total
total toll. Ich finde, die Frau schreibt einfach ganz, ganz toll. Und deswegen musste ich mir Stormheart auch auf jeden Fall kaufen, was ihre erste Jugendbuchreihe ist. Und ja, schauen wir mal, ne, wie dieses Buch ist. Und ich lege es jetzt mal weg. Es reflektiert. Es ist nur eingeschweißt. Damit wären wir beim letzten Buch für dieses Video. Und dieses Buch ist eigentlich erst am 2. Juni bei mir eingezogen. Aber da ich dieses Buch auch gleich gelesen habe, als ich es bekommen habe, dachte ich mir, ich nehme es jetzt in die Neuzugänge für den Mai einfach noch mit rein. Sonst halte ich das nächsten Monat dann wieder hoch und das ist irgendwie, ach, naja, egal. Ihr wisst, also dieses Buch ist eigentlich Anfang Juni bei mir eingezogen, aber ich nehme es jetzt einfach noch mit in die Neuzugänge. Und zwar habe ich bekommen dieses Buch hier, Götterleuchten, das Erwachen des Lichts von Jennifer Armentrout. Und ich habe mich ja mega auf dieses Buch gefreut und ich habe das Buch auch netterweise vom Verlag bekommen. Und die haben es mir halt schon gleich jetzt am 1. Juni zugeschickt und deswegen habe ich es halt jetzt schon. Und ich habe mich riesig gefreut und ich habe es natürlich gleich gelesen und verschlungen. Und ja, ich fand es mega gut. Also das kann ich euch schon mal sagen. Ich liebe Jennifer Armentrout, ich liebe Kitsch, ich liebe Schmalz, ich liebe ihre Art, Geschichten zu erzählen und zu schreiben. Ja, ich liebe dieses Buch, es ist ganz toll und ja, auch dazu geht mein Video dann in den nächsten Tagen online und I love it, I love it, I love it, I love it! So, das waren jetzt alle meine Neuzugänge vom Mai, beziehungsweise halt das eine Buch vom Juni und ich glaube mit dem Subabbau, ich glaube, ich sollte das einfach aufgeben. Das wird eh nicht mehr. Aber ich habe ja auch mir dieses Jahr erstmal zum Ziel gesetzt, alle Reihen zu vervollständigen. Vielleicht setze ich mir nächstes Jahr zum Ziel, dann Subabbau zu betreiben. Mal gucken. Naja, schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall, das waren meine Neuzugänge. Und wie ihr wisst, wenn ihr eins von diesen Büchern kennt oder schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.